Jetzt kann ich den hier klauen. Kann ich mir einen von den Besen hier schnappen? Nein? Wohl nicht. Vielleicht kann ich ja irgendwas revelieren. Wohl nicht. Oder ich guck wieder nicht hin. Oh, oh, oh. Oh, da war was. Yes. Die drei Besen. Das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Feuerwhisky. Also ich bin ja kein Whisky-Freund, aber euer Whisky würde ich probieren, glaube ich. Hört sich gut an. Was ist das da hinten? Bist du Feuerwhisky? Nein, wieder irgendwas zu essen. Hopp. Wir hauen uns wieder alles rein. Wir hauen uns alles rein, was geht. Essen und trinken und schlemmen. Wir wissen halt, was gut ist, Freunde. Wir wissen halt, was gut ist. So, ich gehe nochmal kurz hoch. Einfach nur, weil es geht. Da oben ist noch was. Und hier ist noch eine Kiste. Ich hoffe, wir kommen dahin. Das sieht gut aus. Eine Tasche mit einem Mega-Power-Trank. Ich bin sehr zufrieden damit. Und hier ist ein charmanter Hausmantel. Was ist denn ein charmanter Hausmantel? Ich drücke mal das Falsche. Charmant. Wenn das jetzt besser ist. Es ist besser. Okay, cool. Mir geht's nur um die Stats. Mir ist es egal, wie das Ding aussieht, ehrlich gesagt. Hauptsache, wir verbessern uns und werden stärker im Kampf. Ich meine, wir spielen ja auch schwer. Aber es steht uns ganz gut. Es steht uns ganz gut. Und so ändern wir auch unser Äußeres immer mal wieder. Was ganz nett ist. Für zwischendurch. Was gibt's denn hier Schönes? Nix. Hier geht's runter. Man kommt doch überall rein und raus und keine Ahnung. Also, verschlossene Türen gibt es sehr selten. Es sei denn, die sind halt wirklich verschlossen. Und wir müssen die halt knacken. Aber, ja, zum Beispiel die hier. Wie kann ich das hier lernen, dass ich Schlösser knacken kann? Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Okay, wir gehen raus und reden mit Netty. Da steht sie doch schon, die Gute. Hello. Na du? Huch. Bleib doch stehen, ich will reden. Oh. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Okay. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Das verstehe ich. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Was? Wähle die Taste für die Karte von Hogwarts aus, um sie anzuzeigen. Die Karte von Hogwarts. Schnellreise. Aber warum Schnellreise? Wieso? Ich will... Ist es hier? Die große Treppe? Ist hier der Gemeinschaftsraum? Gemeinschaftsraum von Slytherin. Ich will gar nicht schnell reisen, ehrlich gesagt, aber das Spiel möchte es so. Okay. Dann machen wir das natürlich. Und wir schlafen mit Schal und Umhang und Hut. Das ist uns egal. Sehr gut, Auftrag abgeschlossen. 260 EP und wir sind Level 9. Ja, es läuft auch wunderschön. Ich bin sehr zufrieden. Unser morgendlicher Apfel. Oh ja. Oh ja, ja. Mit zwei Bissen ist er weg. Neuer Auftrag. Was? Du hast Eulenpost erhalten. Eulenpost? Oh, von unserem guten Freund Professor Figge. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Professor, Sie machen mir Angst. Aber das schauen wir uns natürlich an. Mehr geht... Was? Nachricht lesen? Ach so, ach, hier ist doch die Eulenpost. Kommt hier hin.
Cool. Ist ja nice. Unsere eigene Eule. Brieftauben sind ja auch out. Briefeulen, viel besser. So, ich möchte gerne sehen, was denn unsere Aufgabe jetzt ist momentan. Das Geheimnis des Medaillons. Okay, das ist das, was wir machen sollen tatsächlich. Die anderen Dinger hier, das sind wahrscheinlich noch... Ja, diese Koboldsteine. Ja, wir haben den Besen noch nicht. Wir haben den Besen noch nicht, deswegen können wir das noch nicht machen. Ja, gut. Wir gehen zu Professor Fig. Und schauen, was er denn von uns möchte. Hier lang, ne? Ja. Wenn ich Saatgut brauche, gehe ich immer in die magische Rübe. Ist ja so. Magische Rübe, da kommen wir gerade her. Ups. Okay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Na klar tust du das. So, was kann ich hier nochmal machen? Haustruhe platzieren. Was kann ich denn hier drin platzieren? Haustruhe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wenn ich hier wieder rein... Okay, cool. Wir fucken einfach mal unsere Hausschlange ein bisschen ab. Okay, sehr gut. Was bist du denn? Haben wir das schon mal gehabt? Oh. Was war das denn? Schläft die, diese Truhe etwa? Die ist geöffnet. Die schließt sich erst, wenn er uns sieht. Jetzt ist die gesch... Wir brauchen... Oh, wir müssen uns unsichtbar machen, oder? Müssen wir uns unsichtbar machen? Hätte ich mal diesen Trank geholt. Hit. Egal. Kriegen wir schon hin. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie man das Ding öffnen kann. Es ist geöffnet. Die Kiste darf uns nur nicht sehen. Interessant. Und lustig. Ach so, hier sind wir wieder. Ja. Wenn wir hier schon mal waren. Ich glaube schon, das war diese große Halle hier mit einem Brunnen, oder? In der Mitte. Nein? Doch, das ist die. Okay. Hier kann man sich echt schnell verlaufen, muss ich sagen. Revelio, ist hier noch irgendwas, was wir uns anschauen könnten? Schmönten? Nein, nein, nix. Nix da für uns. Wir gehen weiter. Also ich werde jetzt nicht den Teufel tun und mir versuchen, jede einzelne Seite hier zu schnappen, weil dafür sind es halt einfach zu viele. Aber wenn wir denen über den Weg laufen, dann hole ich die mir. Dann schnappe ich sie mir alle. Pokémon-Style. So, einmal hier rum. Oh, das ist neu hier. Lumos. Was ist das? Hier ist irgendein Gemälde an der Wand. Hier ist eine verschnörkelte Durchgang. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht finden wir das ja irgendwo. Es müsste ja hier in der Nähe sein, ne? Was? So, was ist das hier eigentlich für ein... Was ist das denn für ein Gemälde? Lacht ihr etwa? Während sie... auf dem Scheiterhaufen brennt? Ich glaub's ja nicht. Überhaupt nicht lustig eigentlich. Überhaupt nicht lustig. Kann ich dich auch reparen? Nein. Ich dachte, wir könnten ihn reparieren. Das wäre jetzt lustig geworden, wenn das geklappt hätte. Wir laufen komplett falsch. Oder? Ich gucke nochmal ganz kurz, ob hier unten dieser verschnörkelte Eingang ist, aber ich glaube nicht. Das sieht nicht danach aus. Okay, wir gehen hoch. Und, wer bist du denn?
Was zum Henker ist das denn? Rebellion. Okay, cool. Wir müssen... Hier ist noch so ein... Was ist das denn? Kann ich hier durch? Was passiert, wenn ich... Passen Sie auf die Fliese unter Ihrem Fuß auf. Sie löst etwas Ekelhaftes aus. Vorsicht. Ja, ich merke schon. Lumos. Lumos. Okay, das ist einfach. Da ist irgend so ein... Waldmensch, halb Mensch, halb Pferd. Wie nennt man die Dinger nochmal? Wie heißen die nochmal? Halb Mensch, halb Pferd? Es fällt mir nicht ein. Es fällt mir nicht ein. Hier müssen wir lang. Wir müssen noch weiter hoch, wie es aussieht. Okay. Wer bist du? Niemand. Du bist ein Niemand. Wenn es keine Infos zu den Statuen gibt, vielleicht habe ich die auch schon gefunden, weiß ich jetzt nicht. Kann sein. Moment, ist das hier diese verschnörkelte Tür? Ist das diese... Professor Hallo, Fix, was? Wie schön, Sie zu sehen. Ach so, oh mein Gott. Das sieht doch aus wie diese verschnörkelten Türen hier. Aber ich weiß... Lumos. Komm mit. Wir müssen wieder runter, ne? Okay, wir schnappen uns den hier. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo das Ding war. Shit. Wo war das denn? Rebellion. Ist jetzt... Fuck. Bin der schlauste Mensch. Sorry. Komm mal wieder mit. I am sorry, komm. Lumos. 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 Okay, wir werden Lumos behalten, bis wir an diesen Spiegel kommen. Ich sollte mir merken, wo die Dinger sind. Ich weiß es nicht mehr. Hier lang? War es hier? Das war's doch schon. Ja, das ist richtig. Oh, ich dachte schon, das Ding ist wieder weggeflogen. Alter. So, was haben wir hier? Eine Handbuchseite. Cool. Und da verschwindet das gute Stück. Also wenn ich solche Dinger sehe, werde ich dann natürlich versuchen, dich haben wir schon gestreichelt, werden wir natürlich versuchen, die Geheimnisse davon zu lüften. Einfach nur deswegen, weil, ja, es ist wichtig. Mir ist sowas wichtig. Okay, was ist das hier für ein... Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Natürlich, aber erstmal muss ich diese... Was? Muss ich wohl doch nicht. Schlossstufe 1. Ich muss lernen, wie man... Du siehst ziemlich wichtig aus, Kollege. Wer ist das? Und was guckst du so grimmig? Ist auch nichts für uns. Müssen wir hier lang? Ja, müssen wir. Okay. Das scheint wohl Professor Fix Schulklasse zu sein. Was ist das hier? Professor Fick. Als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unfreundlichen Aufgabe betraut. Unfreundlichen. Da fehlt ein D. Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. In der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelius Black, der Schulleiter. Ja, den haben wir auch schon kennengelernt. Cool. Das war also der Auftrag für Professor Fick, sich um uns zu kümmern. Dann gehen wir doch mal zu ihm. Hallo. Hier gibt's nichts. Ich mache immer mal wieder Revelio. Aber momentan nicht wirklich was zu finden. Hallo. Professor, schön Sie zu sehen. Voll außer Atem. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Oh ja. Sir. Die Trolle haben Rüstungen getragen.
Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Nein. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Was du nicht sagst. ja. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Mhm. Okay, wenn du das sagst. Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Okay. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen du wieder mal nicht. Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber was? Wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ach was. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Alles klar. Auftrag abgeschlossen. Das Geheimnis des Medaillons. Melde dich bei Professor Hackett. Haben wir keine EP bekommen? Du Knauser! Du Verdammter, gib mir EP! Das hast du davon. Keine EP? Moment mal, haben wir hier noch eine Aufgabe? Hier ist doch eine Aufgabe. Ach, die ist unter uns. Ist hier unter uns die Aufgabe? Die ist unter uns. 13 Meter, um genau zu sein. Okay, und hier ist eine Kiste. Da ist tatsächlich eine. Okay, Truhe, durchsuchen. Eine Muschel, metallisch. Was? Eine metallene Muschel? Was? Okay, cool. Nehme ich. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Toiletten. Und da ist wieder eine Kiste, die Auge macht. Verdammt, geh doch schlafen. Was ist, wenn ich hinter dich gehe? Ich glaube, das bringt nichts, ne? Ja, die Kiste sieht uns trotzdem. Huch. Was ist, wenn ich... Nebioso! Reparo! Reparo, ja, das bringt's auch voll. Arkyo! Arkyo bringt auch nichts. Oh. Hat er uns nicht gesehen? Oh, der sieht uns nicht. Oh, er schläft. Kann ich jetzt vielleicht? Ganz vorsichtig. Okay, alles klar. Das klappt nicht. Du Verschwender, ey. Vielleicht. Oh mein Gott! Ja, ist ja gut. Okay, hier gibt es wohl nichts für uns. Kann ich auch nicht ans Pissoir? Mein guter Wolde, musst du eigentlich nie... Was haben Sie jetzt vor? Hinkeln? Alter, du bringst mir immer einen Herzinfarkt, einen halben. Wenn die anfängt zu reden. Was ist das? Oh, die, ist das die Damentoilette? Das ist sie. Wie schön, dass Sie an mir vorbeischreiten. Kommen Sie doch bitte einmal im Jahr vorbei. Oder zweimal. Okay, mach ich. Okay, cool. Ja, das hier gibt's aber, glaube ich, nichts. Außer diese Truhe. Achso, das ist die Truhe, die, ja. Oh, hier ist ja auch eine. Blaue Sonnenschutzbrille. Was?
sag mir, die bringt was. Oh mein Gott, die bringt sogar was. Wir werden unsere Brille also ablegen müssen für die Verteidigung, die uns 14 Punkte gewährt. Ja, das ist super. Die sieht super aus. Ich sag's euch, wir sehen irgendwann aus wie ein Clown. Wir sehen aus wie ein Clown bald. Solange wir die entsprechenden Stats bekommen, ist mir das vollkommen schnurz. Ist mir das vollkommen egal. Wir müssen also weiter. Ist da noch was gewesen? Tatsache, ich hab's doch blinken sehen. Was bist du? Ein Skelett eines Augurei. Oder Augurei. Dies ist das Skelett eines irischen Phönix oder Augurei. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Cool. Interessant. Aber leider nur ein Skelett. Vielleicht wären wir... Was ist denn hier los, Freunde? Was macht ihr hier? Vielleicht werden wir einen in Live-Form sehen. Hier gibt's nichts. Okay. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. So, wir gehen jetzt erstmal zu dieser... Ach so, das ist die mit diesen Koboldsteinen. Ja, die müssen wir noch besorgen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir wirklich einen Besen, einen fliegenden. Und ohne wird das nichts. Hallo, Professor Hackett. Oh, ich glaube... Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Ja. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Sehr praktisch gut. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Ja. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Mhm. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Cool. Flammen. Sie wissen, wo sie immer mich finden, wenn sie fertig sind. Ja, zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eins von zwei. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan Brattleby durchführen. Cool, machen wir. Werden wir tun. Oh. Was ist nochmal? Wie kriege ich Incendio hin? Inventar, Aufträge, nein. Ausrüstung? Wir haben Ausrüstung? Moment, wo? Oh, Zauberstabgriffe haben wir neue. Muschel, metallisch. Ach so, das war ein Zauberstabgriff. Ein Metallstiel mit stilvollen Rillen und einer marmorierten Muschel. Die haben aber keine Stats, also die verbessern uns nicht. Die sehen einfach nur nett aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Komm, das zieh mir an. Cool. Aber wo kann ich meine Zaubersprüche ändern? Ist das hier? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Wir gehen jetzt mal weiter in der Story. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, stimmt. Ist ja dann doch nicht so geheim. Toll. Ich dachte, wir werden jetzt hier zu so einem dunklen Kult... übergehen, aber offensichtlich, wenn wir schon Aufgaben bekommen von den Professoren dahin zu gehen. Tolle Wurst. Das ist ja super geheim. Super geheime Organisation ist das. Okay, wir machen das trotzdem natürlich, um uns weiterzuentwickeln. Wer bist du hier? Nothing interesting für uns. So, was war das? Handbuchseite. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein sollen. Ah, okay. Da möchte ich gerne hin. 15 von 15 Seiten.
Herausforderung abgeschlossen. Haben wir was bekommen davon? Wir haben bestimmt was bekommen. Goethe, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Ja, das bin ich wohl, ja. Sorry. Ist das wieder die Damentoilette hier? Azurblauer Mosaikumhang. Haben wir den nicht schon? Ich bin ziemlich sicher, dass wir den schon mal bekommen haben. Man hier Sachen auch doppelt? Azurblauer Mosaikumhang. Offensive geht nach oben. Astraler Mosaikumhang war das. Azurblauer Mosaikumhang, da ist es doch. Okay, der ist hervorragend, ja. Also der Status. Und der hier ist besonders. Und dann werde ich den natürlich ausrüsten. Selbstverständlich. Unsere Offensive geht damit knallhart nach oben. Warum sollte ich das nicht tun? Cool. Also es gibt auch Klamotten, die gleich aussehen, aber andere Vorteile haben. Ich verstehe. Okay, das Pferd ist also nicht wichtig für uns. Wir gehen weiter. Okay, wie kriege ich das Ding hier geöffnet? Mit Reparo vielleicht? Reparo. Wohl nicht. Okay, tschüss. Wir gehen wieder kämpfen. Ja, wir waren schon lange nicht mehr kämpfen. Das letzte Mal gegen diesen Troll. Aber ganz ehrlich, das war ein Tutorial. Das war ein Nichts. Danke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Hello, mein Guter. Was? Kann ich nicht mit dir interagieren? Ich weiß, Sebastian. Ich weiß. Doch, kann ich. Kann ich mit der Puppe üben? Nee, üben will ich nicht. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Cool. Und? Nächste Runde? Ja, klar. Kannst kaum erwarten. Los geht's. Let's go. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Aber natürlich mit... Oh, jetzt kann ich auswählen. Zum Kämpfen nehme ich mal Sebastian. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Let's go. Ich hoffe... Bereit für dein Ende? Oh, wie süß. Verzeihung im Voraus. Hey, die sind ja zu dritt. Das ist aber unfair. Adeptenrunde. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern wie dem Aufrufezauber Accio. Zielanvisierung. Ah, okay, ja, verstehe. Okay, cool, kriegen wir hin. Accio. Autsch. Shit. Ach, komm schon. Oh mein Gott. Alter. Wie schnell die uns besiegt haben. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja, bitte. Steht sogar, ja, bitte. Ich will es doch mal probieren. Freut mich zu hören. Ja, komm. Okay, ich muss mich an diese Kämpfe gewöhnen. Das ist teilweise... Hey, ich hab das doch gemacht. Nein, verdammt! Heilen, heilen, heilen. Geht nicht. Ich konnte nicht heilen. Willst du noch eine Runde? Oh, verdammt. Ja. Ich will es nochmal probieren. Freut mich zu hören. Boah, die Kämpfe sind schon... Also, die hauen richtig drauf, wenn die treffen. Vielleicht sollte ich überlegen... Confringo. Lumos. Lumos. Reparo. Alter, ich komm überhaupt nicht klar auf diesem Kampfsystem. Ich muss ja auf alles Mögliche achten. Bist
Willst du noch eine Runde? Ich will es nochmal probieren. Ich muss echt überlegen, weil, boah, das ist echt kompliziert. Das ist kompliziert, Mann. Vor allem mit Farben. Ringo! Hipotego! Vicendo! Levioso! Levioso! Potego! So sehen Sieger aus! Na klar. Ringo! Alter, Reparo, willst du mich verarschen? Warum krieg ich das? Das war's mit meiner Wette. Okay. Okay. Das ist. Ich guck mal. Willst du noch eine Runde? Will ich. Ja. Ich will es nochmal probieren. Aber. Freut mich zu hören. Aber ich will gerne mal versuchen. Ich guck mal, ob das auf einem anderen Schwierigkeitsgrad so viel einfacher ist. Kann ich das hier umstellen? Einstellungen. Das ist echt anstrengend. Gameplay ist es wahrscheinlich? Nee. Hier? Wo ist es denn? Filmkörnung, ja. Anzeige, das ist Sound. Spiel. Ich mach mal auf normal. Nur um zu sehen, ob das ein großer Unterschied ist. Konfringo! Reparo. Drück ich einfach wieder. Lumos. Warum zum Henker drücke ich immer Lumos? Bin ich bescheuert? Akio. Confringo. Contego. Stufo. Levioso. Lumos. Potego. Stufo. Levioso. Okay. Akio. Also wir gehen nicht sofort down. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Na komm! Nein, Mann, nicht Reparo. Oh, ich dreh durch. Der hat gesessen. Dass ich überhaupt Reparo die ganze Zeit drücke, ne? Das ist schon echt übel. Alter, ich habe schon wieder Reparo gedrückt. Bin ich noch zu retten? Jedes Mal, wenn ich mir sage, drück nicht auf Reparo, drück ich auf Reparo. Ich bin der beste Zauberer aller Zeiten. Akio? Aber kann ich mit Akio nicht? Oh, das muss ich auch laden. Okay, verstehe. Moment. Akio. Nee, mehr kann ich nicht machen. Okay. Ich lass es mal auf diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist mir... Boah. Ist ja voll kompliziert. Bravo. Danke. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Ja, klar. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen. Oder wenigstens überleben willst. Du kleiner Witzbold. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay, tschüss. Tschüss. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Was? Um alle Koboldsteine? Okay. Also ich glaube, ich lasse den Schwierigkeitsgrad, weil... Ich glaube, das Let's Play geht schon lang genug. Das geht lang genug. Wenn ich jetzt auch noch auf schwer mache, dann brauchen wir wahrscheinlich 200 bis 300 Folgen mehr. Von daher nicht so gut.